eine haarsträubende Taxifahrt später. Nico! Hier drin! Ach du Scheiße! Oh, was? Hi George. Ich dachte, jemand will dir was tun. Als ich ankam, war jemand hier. Er kam auf mich zu und stieß mich um. Konntest du ihn dir ansehen? Nein, es ging so schnell. Und dann war er weg. Was für ein Chaos. Das Blut. Wo ist Marquez? Ich weiß nicht. Er muss schwer verletzt sein. Oder tot. Nicht noch ein Mord. Wie meinst du das? Ich komme gerade aus der Galerie. Pater Simeon ist erschossen worden. Mein Gott, von wem? Weiß ich nicht. Aber bevor er starb, bat er mich zu verhindern, dass die Gnostiker den Teufel entfesseln. Den Teufel? Wer die Morde auch begangen hat, George, der war's sicher nicht. Okay, aber wer war's? Simeon und Marquez wurden zur gleichen Zeit attackiert. Womit haben wir es hier zu tun? Ich weiß es nicht. Aber wer immer hier gewesen ist, hat etwas gesucht. Hier ist alles durchwühlt worden. Ich mach mal Ordnung. Bin gleich wieder da. Okay, ich sehe mich so lange mal um. Ja, was ich gerade lustig fand, sie hat jetzt gerade den Besen ihrer Tasche verschwinden lassen. Ja, aber hier klebt Blut und ich hab so einen Verdacht. Warum war Lane so schnell in der Galerie? Und irgendwas hat Lane auch damit zu tun, dass das Bild in dieser Galerie gelandet ist. Ist Lane am Ende ein Gnostiker? War es vielleicht sogar der Kellner? Ich weiß es nicht, aber es ist super spannend. Da war immer noch ein ziemlicher Blutfleck. Ich hoffte wirklich, Marquez ging es gut. Der Stuhl war bei dem Kampf umgekippt. Aber darunter glänzte etwas. Das war Marquez' Medaillon. Marquez' Medaillon, ein Uroboros. Das war Marquez' Medaillon. Ein Uroboros. Kann man das mal so mit so ein bisschen verbinden hier mit der Zeichnung? Nee, das geht nicht. Hier hatte eindeutig ein Kampf stattgefunden. Marquez hatte sich wohl heftig gewehrt. In dem Chaos entdeckte ich etwas. Es war Marquez' Familienfoto. Marquez hätte das Foto niemals absichtlich zurückgelassen. Das Sofa sah ja schlimm aus. Aber da steckte etwas zwischen den Kissen. Mensch, ist ja wie Ostern hier. Es war eines der Fotos, die Nico während des Diebstahls gemacht hatte. Es zeigte einen Ausschnitt von La Maledictio. Marquez hatte etwas draufgeschrieben. Magdalena, Judas, Sanz. Marquez hatte eine der Figuren in der Pyramide eingekreist und mit Magdalena gekennzeichnet. Das musste Maria Magdalena bedeuten. Marquez hatte eine der Figuren eingekreist und Judas dazu geschrieben. Wollte er sie als Judas Ischariot kennzeichnen? Im Religionsunterricht war Judas definitiv einer von den bösen Jungs. Marquez hatte das Wort Sans über die Fotografie gekritzelt. Was er wohl damit meinte? Hey George, hast du was gefunden? Marquez' Medaillon. Und eins deiner Fotos von dem Raub. Marquez hat es ganz voll gekritzelt. Ich glaube, er hat versucht, irgendwas auf dem Gemälde auszutüfteln. Simeon hatte wohl recht. Das Gemälde ist eine Art Landkarte. Wir sollten... Okay, welches Telefon ist das? Oh, das ist Nikos. Mein Handy. Hallo? Oui. Hier spricht Inspektor Navet. Ich suche den Amerikaner Mr. Stobart. Ist er bei Ihnen? Ja, er ist hier. Mon Dieu, bleiben Sie ruhig, Madame. Wo genau sind Sie?
In der Wohnung meines Nachbarn. Aber wieso fragen Sie? Keine Sorge, ich bin gleich da. Seien Sie sehr vorsichtig. Er ist bewaffnet und höchst gefährlich. Aber er wirkt so charmant. Glauben Sie mir, Madame, er ist ein Leopard im Schafspelz. Na super, Navette auch noch. Das war Navette, du hast ein größeres Problem. Lane hat mich bei Simeons Leiche gesehen. Er hat mich sicher verpetzt. Tja, Navette ist unterwegs und er wird jeden Moment hier sein. Wir müssen los, Nico. Sofort. Die Hintertreppe runter. Wir gehen durch Fleurs Laden. Fleur? Fleur? Ah, Fleur. Die kennen wir ja auch noch. Ah, da seid ihr ja. Gerade rechtzeitig. Sorry, Fleur. Wir haben keine Zeit. Wie ihr wollt. Verdammt. Sergeant Mouet steht vor der Tür. Er redet mit jemandem. Oh. Das ist Adam. Wer? Mein Nachbar. Oh oh. Ah, der Mops-Fan mit der verwüsteten Wohnung. Ja, genau der. Hey Fleur, schön dich wiederzusehen. Du hast uns erwartet? 30 Sekunden später und sie hätten dich erwischt. Angeklagt wegen des Mordes an einem Priester. Wow, woher weißt du davon? Nachrichten verbreiten sich schnell im Äther, George. Nimm das. Was soll ich denn mit einem Garnknäuel? Mouet mit einem hübschen Zopfpulli bestechen? Du wirst einen Weg finden. Jetzt entschuldige mich. Kümmer dich mal um einen Fluchtplan. Oh, hi Adam. Hi Nico. Die sagen, ich kann nicht rauf in meine Wohnung. Echt? Ich frag mich, wieso. Ja, ich frag mich auch, wieso. Ich bin übrigens George. Adam, ich bin der Nachbar von Nico. Ich weiß, ich meine, interessant. Fleur, darf ich eine Weile hier sitzen, bis die Polizei mich reinlässt? Aber klar doch. Und was jetzt? Sieh du dich um. Ich schau mal, ob man an Mouet vorbeikommt. Ein CD-Player. Ein Beobachter. Die Sprechanlage. Ach, super. Fleur, kann man ganz kurz sagen, die stammt auch noch aus dem ersten Teil. Sie ist die wahrsagende Blumenverkäuferin, die spirituelle Kräfte hat. Sorry, dass ich hier so reinplatze, Fleur. Kein Thema, George. Ich wusste, dass du kommst. Ach ja? Was weißt du denn sonst noch? Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 36%. Okay, jetzt quatschen wir erstmal mit ihr über Mouet, Adam und Nico. Fleur, kannst du mir helfen, den Polizisten an der Vordertür abzulenken? Willst du das Spiel nicht selber spielen? Spiel? Welches Spiel? Oh, ich dachte, du kennst es. Ach, egal. Das geht schon mal nicht. Kennst du Adam? Bisschen. Ich sehe große Betrübnis in seiner nahen Zukunft. Komisch, ich auch. Ja, bei der Wohnung. Du kennst Nico doch schon lange. Was für Blumen mag sie? Gelbe. Nein, warte, doch gelbe. Definitiv. So, vielleicht kann sie ja mit dem Ouroboros was anfangen. Was hältst du von diesem Medaillon, Fleur? Ich denke, eines Tages wirst du froh sein, dass du es bei dir hast, George. Haben diese Skizzen eine Bedeutung für dich? Nimm sie weg, George. Sie sind vom Tod gezeichnet. Im Ernst? Völlig ernst. Tu sie weg. Ach du Scheiße. Würde dir dieser Brillantring gefallen, Fleur? Sehr schmeichelhaft, George. Aber ich glaube, deine künftige wäre ziemlich sauer. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Fleurs Klassiker plärrten hinaus auf die Straße. Adam hörte Musik mit einem altmodischen portablen CD-Player.
Vielleicht die Musik von Adam in die Straße rausschicken, dass Moe Ohrenschmerzen kriegt und wegrennt? Tag, Adam. Oh, hi George. Was kann ich für Sie tun? Wissen Sie, was die Polizei da macht? Nein, wollte sie mir nicht sagen. Gut, ich meine, sonderbar. Es ist ärgerlich. Ich bin wirklich müde. War eine lange Fahrt. Wo waren Sie denn, Schönes? Ich komme gerade von einer Münzmesse zurück. Es war mega. Wie faszinierend. Eine Münzmesse. Gut, dass wir eine alte Münze haben. Und was halten Sie von dieser Münze? Oh mein Gott, eine 12-Rubel-Münze aus Platin. Ehrlich? Wird ein harter Tag, Adam. Behalten Sie die Münze. Ist das Ihr Ernst? Ich lasse sie von meinem Freund Stefan schätzen. Sein Münzladen ist gleich um die Ecke. Hey, vielleicht könnten Sie mit dem Geld ja Ihre Wohnung renovieren. Was? Aber die muss nicht renoviert werden. Das kann man so oder so sehen. Okay, der haut jetzt ab mit der und jetzt seinen CD-Player hier. So. Der Deckel ging nicht auf, während die CD lief. Aha. Ich hielt die CD an. Ocean Dreamscape, the relaxing sounds of a seashore. Ocean Dreamscapes, genau das Richtige an so einem Tag. Sehr, sehr schöne Zeichnung. Also es ist super, legen wir jetzt nämlich diese super Mucke ein, dann schweift Moe so dahin. Fleur, was dagegen, wenn ich andere Musik auflege? Gute Idee. Das Plätschern zeigte seine Wirkung auf Moe. Oh, Plätschern. Aber es genügte noch nicht, um die Fluttore zu öffnen. Okay. Ein Rollwagen. Ich gab dem Rollwagen eine Fleurs Kugellager waren richtig gut geölt. George, was tust du da? Weiß noch nicht recht. Aber vielleicht kommt mir eine Idee. Wir müssen auf jeden Fall Moe wieder zum Pinkeln zwingen. Moe hatte mich nicht bemerkt. Ein paar Blumen. Nicht schlecht. Mach schon, George. Nimm dir ein paar. Danke. Diese Frau weiß einfach alles. So, habe ich ein paar gelbe Blümchen? Die schenke ich jetzt Nico. Ich habe dir ein paar hübsche Tulpen besorgt. Das ist lieb, George. Aber auf gelbe Blumen stehe ich nicht so. Oh, aber Fleur hat gesagt... Fleur weiß auch nicht alles. Bah, typisch. Wunderbar. Nico. Wir sitzen fest. Es geht weder vor noch zurück. Gut, dass Inspektor Navette kein Sherlock Holmes ist. Aber Sergeant Moe ist ein Problem. In der Galerie habe ich ihn mit Kaffee abgefüllt. Seine Penela-Blase hat den Rest erledigt. Ach, das erinnert mich an meinen verstorbenen Mann. Pipi-Pierre haben sie ihn genannt. Du hast nicht zufällig eine Kaffeemaschine, Fleur? Ich fürchte, nein. Nicht mal einen Kessel. Suchen wir weiter. Es gibt immer einen Weg. Vielleicht in den Kartons hier hinten? An der Wand waren Kartons aufgestapelt. Sie waren alle beschriftet. Blumensteckschaum. Blumendünger. Bänder. Pipi. Straußanhänger. Pipi? Meine Neugier war geweckt. Pipi? Es war eine Plastikstatue. Vorsicht damit, eben erst reingekommen. Spezialbestellung. Was ist das? Eine Mannequin-Piss-Nachbildung. Wasser und Batterien rein, einschalten und strollala. Was so? Schick. Aber da kommt mir eine Idee. Wir brauchen Wasser und wir brauchen Batterien. Die Batterien gibt's bestimmt aus dem CD-Player. So, und zwar Auswurftaste. Batteriefach. Die könnte ich irgendwann brauchen.
Yep, so Batterien hätte ich für unseren Pipi-Mann. So, danach die Batterien in dem Pipi-Mann. Und nur noch Wasser. Ich steckte die Batterie in das Mannequin. Eine Reihe fröhlicher LEDs leuchtete rund um die Figur auf. Nein! Hilfe! Mein Spiel ist abgestürzt! Was soll das?